Hallo an diesem schönen sonnigen Nachmittag. Wir machen heute eine kleine Form von Pilates für die etwas in die Jahre gekommenen, die trotzdem was für sich tun wollen. Deswegen, wir werden keine Power-Pilates machen, sondern abgewandelte bzw. Vorstufen, sodass dann auch jeder das schaffen kann und auch Ausweichübungen, wenn Bedarf ist. Deswegen starten wir jetzt mit Konrad zusammen. Heute habe ich das Sagen. Heute macht sie gespannt. Okay. Ich will damit anfangen, dass ihr erstmal euch zentriert. Ich nenne das Zentrierung, weil wir uns von oben zur Mitte und von unten zur Mitte anspannen, sodass wir hier in der Mitte wie so einen breiten Korsett oder dickeren Hosengürtel haben. Und dazu, im Sitzen kann man das ganz gut spüren. Wir sitzen auf den Sitzbeinhöckern. Und wir spannen den Beckenboden an, indem wir die Sitzbeinhöcker ganz zart nach innen oben führen. Also nicht den Po zusammenkneifen, das ist nicht Beckenboden. Ganz kleine, mehr gedachte Bewegung. Dann ganz wichtig, wir ziehen den Bauchnabel nach innen, oben, wie ein Druckknopf nach hinten an die Lendenwirbelsäule drücken wollen. Das Becken kippt dabei aber nicht. Dann die Schultern bei mir immer unten weg von den Ohren, die Schlüsselbeine geöffnet. Und vorne den Brustkorb, das Brustbein leicht, ganz dezent, ein bisschen Richtung Knabel schieben, sodass wir hier nicht überstreckt sind. So, das heißt bei mir Zentrierung. Und wenn ich das Wort Zentrierung gebrauche, dann versucht daran zu denken. Wenn ihr die zwischendrin verliert, mach Pause, bau die neu auf und dann geht's weiter. Jeder in seinem Können und wir machen auch nicht so viel, 3 bis maximal 5 Wiederholungen pro Übung reichen. Gut, dann geht's jetzt los. Gut, kann man mit gestreckten Beinen das machen, wenn jemand Knieprobleme hat? Ja. Okay. Deswegen haben wir das Handprogramm. Okay, dann mache ich ja mit gestreckten, damit dazu gleich. Gut. Wir ziehen uns erstmal kurz. Bisschen lang, nur ganz kurz. Weil wir starten wirklich mit langsamen Bewegungen, die uns ein bisschen die Gelenke aufwärmen. Das reicht schon. So, jetzt die Füße sind aufgestellt, die Beine gebeugt. Wir legen die Hände locker in die Kniekehlen, die Ellenbogen zeigen nach außen. Erstmal gerade stark auf den Sitzbeinhöckern. Und wir wollen eine sachte, ganz sanfte Dehnung der Lendenwirbelsäule machen. Deswegen ist noch keine Kraftübung, nur Beweglichkeit. Schultern runter, bereit. Einatmen, mit dem Ausatmen zentrieren und langsam hinter die Sitzbeinhöcker rutschen, Bauch fest einziehen, sodass jetzt ihr die Lendenwirbelsäule leicht gedehnt wird. Ihr könnt das steuern. Und einatmen wieder zurück in die Aufrichtung. Mit Ausatmen fest im Bauch, Schultern bleiben unten, bleibt abgestützt und einatmen wieder aufrichten. Und das machen wir noch 3-mal. Immer wieder zwischendrin check, sind die Schultern noch unten, ist der Bauch eingezogen, ist der Beckenboden noch angespannt. Das letzte Mal. Gut. Und dann kommt eher die Betonung auf die Brustwirbelsäule, dazu die Beine gestreckt. Wenn ihr könnt, die Fußspitzen anziehen, wenn nicht, auch nicht schlimm. Wenn ihr so nicht auf den Sitzbeinhöckern sitzen könnt, dann nehmt euch ein Handtuch. Könnt ihr, je nachdem, wie ihr das braucht,
falten ein bisschen, sodass das Becken höher ist, dann fällt es den meisten leichter, gerade auf den Sitzbeinhöckern zu sitzen. Wir wollen ja den Rücken kräftigen, aber trotzdem schonen. Gut. Wir stellen uns vor, wir haben auf den Beinen einen dicken Gymnastikball liegen und da legen wir die Arme locker drauf. Und wir wollen in Gedanken, natürlich auch in der Durchführung, nur mit der Brustwirbelsäule auf den Ball uns ablegen. Das heißt, da unten arbeitet nur ganz wenig, also nicht nach vorne, sondern nur oben von der Brustwirbelsäule. Brustbein sinkt ein, da kommt die Bewegung. So, und die Arme, die liegen nur auf diesem gedachten Ball. Okay, ihr könnt Fußspitze ranziehen, wenn nicht, da könnt ihr auch die Beine leicht gebeugt lassen. Und es geht los. Einatmen, ausatmen, zentrieren, leichte Bewegung nach vorne, überwiegend treibt die Brustwirbelsäule ein und die Arme nicht ziehen, die bleiben da hinten. Und einatmen, richten wir uns wieder auf. Ausatmen, zentrieren, über den gedachten Ball legen, die Schultern bleiben weg von den Ohren und einatmen, aufrichten. Er kann die ganze Zeit die Zentrierung halten, wenn nicht, baut sie jedes Mal wieder auf. Wir machen noch zwei Wiederholungen. Immer wieder Check. Schultern, vor allen Dingen gerade Sitz, wenn ihr zurückkommt. Ein letztes Mal. Gut, und dann rollen wir den gedachten Ball beiseite. Und wir kommen in die Rückenlage. Auch erstmal nochmal die Gelenke locker lassen. Die Beine sind aufgestellt. Und wir machen erst die Schultern und die Gelenke ein bisschen locker. Ihr könnt das schon in der Zentrierung, jetzt ist aber noch nicht so wichtig. Einfach die Arme nach hinten und davor. Ein paar Mal nur zum Mobilisieren. Okay. Und dann machen wir das für die Hüftgelenke. Wechsel ein, Bein gebeugt vom Boden anheben und lasst den Winkel Oberschenkel, Unterschenkel ungefähr im rechten Winkel. Bewegung kommt nur aus dem Hüftgelenk, nicht aus dem Knie oder sonst wo, eher nur aus dem Hüftgelenk. Ein paar Mal noch. Okay, kommen wir in die eigentliche Übung. Ihr nehmt eine neutrale Position in der Rückenlage ein. Neutral heißt nicht die Lendenwirbelsäule auf den Boden pressen und auch nicht überstrecken. Abstand, kleiner Abstand zum Boden muss sein. Mindestens ein kleines Käferchen muss da durchgehen, also tötet das bitte nicht. Wenn ihr nicht sicher seid, legt mal die Hände hier an die Beckenkanten und auf das Schambein und wird das auf einer Linie ist, auf einer waagerechten, dann seid ihr richtig. Ja, Lendenwirbelsäule runterdrücken, schräg nach oben, Hohlkreuz, schräg nach unten. So. Gut, das ist unsere neutrale Position. Und jetzt nacheinander die Beine erstmal anbeugen. Das ist unser Startpunkt für die Beine. Ungefähr im rechten Winkel. Oberschenkel, Knie und die Arme locker nach oben. Okay, einatmen, mit dem Ausatmen zentrieren. Nehmt ein Bein langsam Richtung Boden. Wirklich langsam und den gegenüberliegenden Arm nach unten. Achtet darauf, dass ihr euch hier nicht vom Boden wegbewegt. Wo war ich da? Und wieder zurück. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Bein bleibt gebeugt.
Atmen, ausatmen, zentrieren, ein, weil wir den Beutel Richtung Boden, der andere Arm geht nach hinten. Und einatmen, zurück, Seitenwechsel. Am besten atme durch die leicht geöffneten Lippen aus, dann fließt der Ausatmung ganz langsam. Ich mache das jetzt leiser, ihr müsst mein Ausatmen nicht hören. Ihr wisst, dass es gemeint ist. Noch einmal die Seite. Becken schön am Boden festhalten, die Lendenwirbelsäule nicht runterdrücken. Das kleine Käferchen lebt noch. Nochmal prüfe ich eine Überprüfungsseite noch in der neutralen Position und es geht es auf der gleiche Seite Bein, gleiche Seite Arm, einatmen, ausatmen, zentrieren, ein Bein auf der gleichen Seite, geht der Arm nach hinten, Achtung, Becken bleibt stabil, Schulter bleibt weg von dem Ohr, Unterschenkel, Oberschenkelwinkel bleibt und dann zurück, die andere Seite. Und so machen wir auf jede Seite zweimal. Letzte Mal jede Seite. Und erstmal die Beine aufstellen, auslockern. Okay, dann geht es schon ein bisschen in die Kraft rein, für die Bauchkraft, die eben ja auch schon eine Rolle spielte. Wir nehmen erstmal beide Beine gebeugt wieder nach oben. Neutrale Position, überprüft das nochmal. Jetzt Zentrierung aufbauen, das heißt das Brustbein zieht Richtung Becken, Oberkörper ein bisschen anheben. Nur so weit, dass ihr das kleine Käferchen hier noch am Leben lassen könnt. Und eine Hand legt sich an ein Bein, man startet mal hier und zieht das Dach zu euch raus. Und jetzt mit dem Ausatmen nachspannen und ein Bein schiebt weit nach vorne, lang aus dem Hüftgelenk das Bein bis zur Fußspitze gestreckt. Stellt euch vor, ihr wollt an der gegenüberliegenden Wand mit der Fußspitze einen Lichtschalter ausknipsen. Und einatmen. Kommt zurück, wechselt die Beinseite. Wir machen auch nur dreimal jede Seite, damit ihr keine Nackenprobleme bekommt. Okay, das ist das zweite Mal. Zieh das Bein lang raus, durchstrecken. Einatmen zurück. Ausatmen, das andere, checkt nochmal, neutrale Position stimmt noch, Kopfposition stimmt noch, letzte Mal jede Beinseite mit der Fußspitze zum Lichtschalter kommen wollen. Noch einmal die andere Seite und dann erstmal ablegen, kleinen Moment Pause für den Kopf, für den Nacken. Und ich erkläre euch in der Zeit schon mal, was wir machen wollen. Wir gehen hier eben in die Startposition. Wartet erstmal, bis ich gesagt habe, was ich will. Die Beine wieder angebeugt. Die Hände legen sich locker auf die Knie. Die dürfen sich ein bisschen näher an den Oberkörper. Neutrale Position, nicht das Becken kippen. Und zwischen Kinn und Brustbein eine Faustbreit Abstand. Okay, einatmen, mit dem Ausatmen schiebt beide Beine nach vorne und beide Arme nach hinten. Und ihr seid fest. Konrad, ich meine die Beine ausstrecken. Okay. Genau. So, das will ich machen. Und wenn ihr merkt, das kippt euer Becken, das könnt ihr nicht halten, dann streckt die Beine nicht aus, sondern so für euch, wie es geht, oder eher Richtung Decke. Gut, wir starten.
Neutrales Becken. Oberkörper hochrollt, indem das Brustbein sanft Richtung Becken zieht. Arme locker in den Händen. Okay, einatmen, ausatmen, zentrieren. Die Beine gehen nach vorne, so wie das für euch passt. Die Arme nach hinten, Schultern bleiben weg von den Ohren. Und einatmen, kommt zurück. Ausatmen, nachspannen, wenn ihr die Spannung verloren habt. Ganzen Körper schön angespannt, Bauch bleibt flach. Und wieder startet. Wir machen ein letztes Mal gleich. Macht das so, wie euer Atem geht. Ich atme bestimmt anders als ihr. Und dann legt euch ab. Kopf erst mal kurz entspannen. Und dann kommen wir über die Seite hoch zum Sitzen. Und wir werden wieder für die Beweglichkeit der Wirbelsäule eine Drehung machen. Wir sitzen die ganze Zeit auf den Sitzbeinhöckern. Wieder, wenn ihr merkt, ihr seid hinter den Sitzbeinhöckern, legt euch was. Und das Becken, so dick wie ihr es eben braucht, die Beine versucht gestreckt zu halten, kleine Grätsche und auch die Fußspitzen hochgezogen, sodass wir auch eine sanfte Dehnung in der Beinrückseite haben. So, ich bleibe in der Seitposition, die Beine leicht grätschen, Fußspitze anziehen, Sitz auf den Sitzbeinhöckern, die Arme zur Seite strecken, lang machen, Schultern, Schlüsselbeine offen lassen. Okay, und wir drehen uns. Ich zeige das erst. Einatmen und mit dem Ausatmen dreht euch zur Seite auf. Ihr müsst gar nicht weit kommen. Wichtig, nicht die Arme schwingen, die bleiben geöffnet. Und zweiter Punkt. Wenn ihr euch zur Seite dreht, schraubt die Wirbelsäule auf. Stellt euch vor, euer Kopf, das ist ein Korken in einer Flasche. Und wenn ihr euch dreht, boah, dann dreht ihr euch raus, sodass ihr immer länger werdet. In der Mitte dürft ihr euch ein bisschen ja, kleiner werden lassen, aber nicht hinter die Sitzbeinhöcker. Okay, wir starten. Fußspitze angezogen. Einatmen, ausatmen, zentrieren zu einer Seite, drehen und lang den Korken aus der Flasche rausziehen. Und einatmen, zur Mitte zurück, zur anderen Seite. Ausatmen, zentrieren. Korken aus der Flasche ziehen, Schultern bleiben unten, einatmen zur Mitte, noch einmal jede Seite. Und zur anderen Seite, schön den Korken rausziehen, Arme offen lassen, Schultern unten, zur Mitte zurück. Und kleine Pause. Für die Beine. Ihr dürft das gerne öfter machen zu Hause, länger machen. Kann schon. Aber ja, die Kleinen, die haben es meistens in sich. Ja. Okay. Gleiche Position wie eben. Becken gegebenenfalls höher legen, wieder sitzen. Ich mache das erstmal in langsam. Arme wie eben, die Bewegung, die erste Bewegung ist wie die Bewegung zuvor. Ihr dreht euch jetzt aber, nehmt eine Hand, die andere Seite an, die Außenseite des Schienbeins, wenn es nicht geht, die Innenseite und den anderen Arm nach oben, sodass wir eine Drehung und eine Beugung haben der Brustwirbelsäule und er schaut zum hinteren Arm. Wenn ihr mit dem Rücken starke Probleme habt, geht nicht zu weit nach vorne, sondern macht eine andere Variante. Legt die Hand dahin und den Arm dann nicht nach hinten strecken, sondern legt euch die Hand in die Lendenwirbelsäule. Das heißt, wie eben, so starten alle, wir drehen uns und die etwas leichtere Version, dreht euch, rollt
die Schulter ein, die andere Hand legt sich an den unteren Rücken und hier noch die leichte Beugung, Drehung und Beugung. Deswegen guckt, wie es für euch geht. Und die etwas anstrengendere Variante, an das Schienbein, anderen an nach hinten hinterher schauen. Und wir bleiben zwei Atemzüge. Einatmen, mit dem Ausatmen schieben wir uns noch ein bisschen weiter nach vorne. Einatmen, ausatmen, noch weiter. Und wir kommen zurück in die Mitte. Okay, wir machen jede Seite nur dreimal. Reicht. Und sucht euch die passende Variante. Gut, jetzt starten wir erst wirklich. Das war alles Vorspiel. Einatmen, ausatmen, zentrieren. Entweder die einfache Version oder die etwas anstrengendere. Schaut hinterher, rollt die Schulter, das heißt die Brustwirbelsäule ein bisschen ein. Einatmen, ausatmen. Wir schieben es noch ein bisschen weiter. Einatmen, ausatmen. Ein letztes Mal schieben. Und zurück in die Mitte. Check. Schultern unten. Sitz auf den Sitzbeinhöcker zur anderen Seite. Einatmen, ausatmen, zentrieren. So wie ihr das auf der anderen Seite gemacht habt. Einatmen, ausatmen, schieben wir die Hand noch ein bisschen weiter nach vorne. Ich muss den Kopf jetzt drehen, sonst hört ihr mir nicht. Einatmen, ausatmen, noch ein Stückchen weiter. Und einatmen, komm zurück zur Mitte. Gerade Startposition. Und wieder zur anderen Seite. Einatmen, ausatmen, zentrieren, drehen und beugen. Einatmen, ausatmen, noch ein Stückchen nach vorne schieben. Bauch ist fest eingezogen. Einatmen, ausatmen, schiebt euch noch ein bisschen nach vorne, wenn es geht. Wenn ihr merkt, das zieht zu sehr im Rücken, bitte dann nicht. Und einatmen, kommen wir wieder zurück zur Mitte. Andere Seite, einatmen, ausatmen, zentrieren, drehen und einrollen. Einatmen, ausatmen, Hand schieben ein bisschen weiter nach vorne. Einatmen, noch einmal schieben und mit dem Einatmen kommen wir in die Ausgangsposition. Ein drittes Mal jede Seite. Check, Schultern unten, gerader Sitz. Einatmen. Ich mache die einfache Variante für euch nochmal. Einatmen, mit dem Ausatmen zentrieren. Eine Hand legt sich an den Oberschenkel, da dreht die Schulter ein. Die andere Hand legt sich an den unteren Rücken. Einatmen, ausatmen. Versucht euch noch ein bisschen weiter zu drehen. Einatmen. Kommen wir zurück, ja, ne? Ich glaube, okay. Ich habe vergessen, wie oft ich... Ich konzentriere mich auf Karte. Okay. Das macht auch Spaß, auch wenn es anstrengend ist. Okay. Andere Seite. Andere Seite. Einatmen, ausatmen, zentrieren. Dreht euch, je nachdem, wie es für euren Rücken passt. Einatmen, ausatmen, schiebt nach vorne. Einatmen, ausatmen, weiter nach vorne und kommt in die Ausgangsposition zurück. Und die Arme locker, die Beine ausschütteln und es geht weiter in der Rückenlage. Okay. Wenn ihr merkt, ihr macht einen Knick in den Kopf, legt euch wieder was unter den Kopf. Nicht. Das ist nur für den Moment, weil wir werden in dem Oberkörper gleich oben sein. Und wenn ihr merkt, der Nacken wird überspannt, dann nehmt das Handtuch. Okay. Ich zeige euch erst, was ich will. Beine sind, also neutrale Rückenposition, die Beine sind angebeugt. Und ich mache das mal kurz im Sitzen. Ihr stützt mit den Händen den Kopf ab. Und zwar, ihr sollt nicht am Kopf drücken, sondern der Kopf liegt in den Händen. Und damit ihr nicht in Versuchung geratet, hier mit den Ellenbogen zu arbeiten, deswegen, das wird nachher so sein, die Zeigefinger sind im Hinterkopf, die Daumen am Ohr oder an der Schläfe.
So. Diese aufgetretene Position, damit auch der Brustkorb offen bleibt. Nee, so. So, also. So. Die Fingerspitzen sind. Genau, ich habe überlegt. Okay, so ist richtig. Ja, Koordination. Okay, gehen wir in die Rückenlage zurück, neutrale Position, Handstellung, wie ich es euch gezeigt habe. Beine angebeugt und es kommen die schrägen Bauchmuskeln. Und zwar einatmen, mit dem Ausatmen zentrieren und die rechten Rippenbogen Richtung des linken Beckens ziehen, die Arme bleiben offen. Wenn ihr könnt, das andere Bein lang rausschieben, zieht, 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 zieht. Wenn nicht, bleiben die Beine gebeugt. Und nochmal, damit ihr seht, ich mache hier nicht Schultern vor, sondern der Rippenbogen, der Brustkorb zieht in Richtung des diagonalen Beckens. Okay, wir starten, wir machen auch nur dreimal jede Seite. Okay. Rücken nochmal check. Oberkörper anheben, indem ihr das Brustbein Richtung Nabel schiebt. Und einatmen, ausatmen, zentrieren. Rollt euch zur Seite, einer Seite ein. Anderes Bein strecken, wenn ihr könnt. Und nicht an den Ellenbogen ziehen und auch nicht die Schultern. Bewegung kommt Brustkorb Richtung Becken. Einatmen, zurück, Seitenwechsel. Und macht es in eurem Atemtempo und in eurer Stufe, die ihr gerade eben halten könnt. Wichtig, dass der untere Rücken geschützt ist, deswegen nicht die Lendenwirbelsäule runterdrücken, aber auch nicht ins Hohlkreuz kommen. Und checkt, drückt ihr am Kopf oder liegt ihr immer noch in den Händen? Dann werden die Hände schon mal ein bisschen zu tun haben. Letzte Mal die Seite. Andere Seite nochmal. Ihr seht, kleine Bewegung, trotzdem merke ich hier die schrägen Bauchmuskeln. Und zurück. Und dann kommen wir von hier in die Seitlage. Und den unteren Arm lang und dann die Beine ein ganz kleines bisschen, nur ein kleines bisschen nach vorne. Okay, wir kommen in die neutrale Position. Bei Pilates heißt das die Beckenknochen, siehst du mich? Ja, jetzt schon. Die Beckenknochen stehen senkrecht und das tut es meistens nicht, weil man sich ja doch gerne in die Schlafposition legt. So, entweder den oberen Beckenkamm wegschieben oder einfacher das obere Bein anheben und lang weg von euch schieben. Ihr merkt, Becken richtet sich von alleine auf. Und hier muss mindestens wieder ein Käfer durchpassen. Okay, das ist auch schon unsere Startposition. Wenn ihr kippelig seid, stützt euch mit der oberen Hand ab, aber lasst die Schultern weg von den Ohren. Okay, neutrale Position. Die Füße arbeiten mit, die Fußgelenke. Einatmen, das obere Bein heben, nur so weit, kommt nicht drauf an, wie hoch, Fußgelenke streckt. Ausatmen, anbeugen, die Ferse kommt bodenwärts. Und einatmen, ganz flüssig im Fußgelenk. Schultern sind locker, Becken, das Käferchen nicht killen. Noch ein fünfmal. Das ist das zweite Mal. Immer noch Becken schön fest, Bauch eingezogen, Brustkorb runde, das ist das dritte Mal. Das vierte Mal. Und das fünfte Mal. Und das Bein bleibt jetzt angehoben, wieder schön rausziehen, Becken übereinander, in der Taille Luft, ein Käferchen mindestens. Ihr könnt euch aussuchen, wie groß der Käfer sein soll. Okay, wir machen mit dem Bein 8 Kreise nach vorne. Das Bein bleibt lang und schön langsam. 1,
Kleine Kreise genügen. 2, 4, 5, 6, 7 und 8. Und 8 rückwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die letzte. Und wir wechseln auf die andere Seite. Ich drehe mich jetzt so lang mit dem Kopf, da sonst habt ihr meinen Rücken. Mal gucken, ja, wir haben genügend Abstand immer noch. Gut, unteren Arm langer Boden, Beine gestreckt, ein ganz kleines bisschen vorne. Neutrale Position, heißt oberen Beckenkant, Beckenrand müssen wegschieben oder das obere Bein anheben, lang aus der Hüfte ziehen, dann kommt das auch. Mit der oberen Hand locker aufstützen, aber Schulter weg von den Ohren. Und wir fangen an mit dem Bein heben und das Fußgelenk nehmen. Okay, einatmen, das Bein heben, Fußgelenk ist gestreckt. Ausatmen, Fußgelenk anbeugen und senken. 8-mal. Und das 2. Mal. Und 3. Mal. Schultern weg von den Ohren, immer noch. Und das 4. Mal. Guckt mal nach dem Käferchen hier. Und das 5. Mal. Und das 6. Mal. 7. Mal. Und das 8. Mal. Jetzt kommt das Bein kreisen. Guckt nochmal, ob eure Position stimmt. Wir kreisen erst vorwärts. Beine mal lang aus der Hüfte ziehen und kleine Kreise nach vorne. 8-mal. Der 3., 4., 5., 6., 7., 8. Und 8 nach hinten kreisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gleich geschafft, die letzte. Okay. Und wir kommen in die Bauchlage. Ich drehe mich wieder zur anderen Seite. Wir machen nur eine Übung in der Bauchlage. Und zwar, gucken, neutrale Position einnehmen. Das heißt, das Schambein und den Beckenkamm, die Kante in den Boden, Bauchnabel einziehen. Und dann legen wir auch, ich pflege rohe Taubeneier zu nehmen, rohe, und die kommen nachher auch wieder roh raus und ganz. Und die Füße, die Beine ziehen lang aus dem Hüftgelenk, Und die Hände, eine Hand fasst das andere Handgelenk, Schultern dürfen erstmal rund sein und die Beine angebeugt. So, das ist meine Startposition. Und ich zeige mal, was ich will. Mit dem Ausatmen zentriere, Bauchnabel bleibt eingezogen, Schultern rollen hoch, die Arme schieben weg von den Schultern und die Beine legen sich ab. Und dann geht es wieder zurück, Arme kommen hoch, Beine angebeugt. Gut, das war die eigentliche Stufe und wer das von den Schultern nicht kann oder die Arme hier nicht zu fassen bekommt, lässt die Arme lang neben dem Körper. Und dann die
Ausatmen, zentrieren, Oberkörper hochrollen, die Beine ablegen und die Arme nach außen rotieren, sodass die Schultern schön geöffnet werden. Und beim Einatmen zurück. Okay, sucht euch aus die Position, die für euch passend ist. Und wir machen auch nur 5 Mal dabei an das ruhe Taubenei denken. Okay, Startposition. Dürfen erstmal die Schultern unten sein. Einatmen, ausatmen, zentrieren. Beine lang am Boden ablegen. Oberkörper hebt sich an. Die Hände schieben Richtung Füße. Die Schultern öffnen sich. Und einatmen, Oberkörper legt ab. Die Beine anbeugen. Das Käferchen aufpassen. Und wieder ausatmen. Hochkommen, Beine legen sich langgestreckt ab. Einatmen, zurück. Und wieder ausatmen. Hochkommen. Einatmen, zurück. Nicht 3 oder 5 gesagt, wir machen 5. Ihr könnt vorher aufhören, wenn ihr merkt, ich kann das nicht mehr halten. Und wenn ihr die Zentrierung verliert, baut sie einfach schnell wieder auf. Wichtig ist, Bauchnabel bleibt drin. Ich glaube, wir sind jetzt bei der 5. Und dann sind wir auch schon in der Bauchlage fertig. Gut, dann kommen wir zur letzten Übung. Und ich möchte alle Kräftigen für den Bauch, natürlich auch für die Beine. Ich möchte aber auch vor allem den oberen Rücken kräftigen. Und wir starten mit aufgestellten Beinen. Ich zeige euch kurz, was ich will. Konrad weiß es ja auch noch nicht. Und zwar nacheinander. Einatmen, ausatmen, zentrieren. Erst ein Bein anheben. Wenn ihr merkt, es fällt euch schwer, könnt ihr auch das Bein abstützen. Wichtig ist mir, Bauch bleibt eingezogen, Schulter bitte zusammen, sodass der Rücken gerade ist. Und das Bein muss gar nicht so hoch sein. Und dann kommt das andere Bein natürlich. Und dann das könnt ihr entscheiden, ob ihr das macht oder nicht, oder bei den einfachen Bewegungen bleibt. Heißt, einatmen, mit dem Ausatmen zentrieren, beide Beine erst anheben, versucht im rechten Winkel, Schulter wieder kräftig zusammen, ihr könnt euch festhalten oder für die Mutigen könnt ihr die Hände weglösen, Brustbein vor, Schulterblätter zusammen und geht zurück. Das war die Erklärung erst, hoffentlich hast du noch Kraft. Okay, wir machen auch nur 3 Wiederholungen. Wir fangen an mit den Beinen einzeln. Und bitte geht auch nur so weit zurück und unterstützt euch ab, wenn ihr merkt, das ist zu viel. Oder wenn es ganz, wenn ihr merkt, das ist auch noch alles zu viel, lasst die Füße am Boden und geht nur mit dem Oberkörper ein bisschen zurück. Aber schön, Schulter bitte zusammen, Kraft im oberen Rücken. Und im Bauch natürlich. Der macht es sowieso die ganze Zeit. Okay, wir starten mit einem Bein. Einatmen, mit dem Ausatmen zentrieren, Oberkörper geht gerade nach hinten, ein Bein anheben, ihr könnt es ruhig abstützen zu Anfang oder auch nicht, wie ihr wollt. Einen Atemzug halten und dann wieder zurück. Die andere Beinseite, einatmen, ausatmen, zentrieren, Bein anheben. Mit Halt wird er nicht, Schulter wird er kräftig zusammen, Brust raus, den Atemzug halten und zurück. Jetzt kommen beide Beine oder lasst die Füße am Boden, wenn euch das zu viel ist. Oder ihr die Unterschenkel hängen lassen. Okay, einatmen, ausatmen, zentrieren die Eben nach hinten, Füße weg vom Boden und dann, wenn es geht, parallel zum Boden oder mehr angebeugt, Hände könnt ihr lösen und euch festhalten. Das war jetzt schon ein Atemzug. Und den zweiten Atemzug. Und ich zittere auch schon, das ist gut, mir wird schon schön warm. Ich hab euch. Ja. Und kommt zurück. Und kommt zurück. Ihr seht, auch so eine kleine Übung können euch
ganz schön zu schaffen. Das kann ich wirklich bestätigen. Ja. Also die Übung kannte ich nicht, das ist toll. Toll. Also so, und das ist eine Vorübung. Ja, die eigentliche, die lasse ich weg. Und dann letzte Runde. Einmal geht noch. Dreimal hatten wir gesagt. Wenn euch zu viel ist, ihr weißt, wisst, ihr müsst nicht. Das ist nur ein Angebot von mir. Okay. Einatmen, ausatmen, zentrieren, lockere nach hinten, Schulter zusammen, ein Bein anheben, mit oder ohne festhalten, das Bein schön lang strecken, einen Atemzug bleiben und mit dem nächsten einatmen, zurück und die Startposition. Anderes Bein. Einatmen, ausatmen, zentrieren, das andere Bein anheben, abstützen oder nicht, Schulterblätter sind weit offen und an die Schultern und abstellen. Jetzt kommt die letzte, wie auch immer, mit Füßen aufgestellt oder nicht. Rücken hat noch volle Kraft, die Schulterblätter ziehen nicht nur runter in die Hosentaschen, sondern ziehen auch zusammen, damit die im oberen Rücken stabil sind. Wir wollen ja auch den Rücken kräftigen. Okay, letzte Position, beide Beine gleichzeitig. Einatmen, ausatmen. Zentrieren, Schwebesitz, Beine anwinkelt, soweit ihr könnt, festhalten oder nicht, Bauch ist fest, check, ja, buckelt sich noch nicht, Schultern zusammen, einatmen, ausatmen, einatmen und zurück. Und das war die letzte Übung, das war auch schon lang genug. Und dann stellt mal die Beine auf und jetzt legt mal den Oberkörper auf den Beinen, es darf alles hängen, die Schultern dürfen auch hochrutschen. Hauptsache alles lösen, alles locker lassen. Habt ihr gesehen, ich tupfe mir eben mit Schweiß ab. Okay, und dann legt euch noch mal kurz auf den Rücken. Jetzt können wir die neutrale Position vergessen. Machen wir mal zum Auslockern. Ihr nehmt die Hände über die Knie, gegebenenfalls das Handtuch, falls ihr braucht, den Kopf nicht verstrecken, nehmt euch das Handtuch runter und beschreibt kleine Kreise, die sich auf den unteren Rücken übertragen und so auslockern. Und da könnt ihr spüren, wie der Körper sich, die Muskulatur sich schön erwärmt hat, ich jedenfalls spüre das. Und wir kreisen die Knie in die andere Richtung. Und stellt die Beine wieder auf. Entweder bleibt so oder schiebt die Beine nach vorne, bis sie lang sind. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr das lieber habt. Und dann einfach nochmal zur Ruhe kommen. Gucken, wo ihr überall den Körper jetzt spürt. Überall eigentlich. Und dann beobachtet den Atem nochmal. Wir atmen jetzt, wir haben ja die ganze Zeit den Brustkorb runtergezogen. Atmet ihr den Brustkorb mal ein. Durch die Nase, durch den leicht geöffneten Mund aus und der Bauch bleibt ganz entspannt. Einatmen durch die Nase, hoch in den Brustkorb, die Rippen öffnen sich, der Brustkorb hebt sich an. Ausatmen, locker lassen, der Bauch ist ganz entspannt. Noch einmal dieses. Und dann versuchen wir den Atem ein bisschen mehr bauchwärts zu schicken, Nabel, der Unterhalb des Nabels, einatmen und versucht den Bauch ein bisschen rauszuwölben mit dem Einatmen, mit dem Ausatmen, der fällt allein wieder zurück, ausatmen, einatmen, versucht in den Bauch zu atmen, so schöne Kugel machen, ausatmen. Lasst wieder den Bauch los. Ein letztes Mal einatmen in den Bauch. Ausatmen. Locker lassen.
Und wenn ihr soweit seid, wenn ihr denkt, ja, das reicht mir, die Beine aufstellen, diese, aus, die ihr das angestellt habt, kommt über die Seite hoch. Zum Sitzen. Und dann verabschieden wir uns für euch. Nein, uns, von euch. So. Und genießt das schöne Wetter nochmal. Es soll leider noch ein paar Mal regnen, aber das hält uns nicht ab. Umso wichtiger, ihr habt was zu Hause zu üben. Okay, ich danke euch und schönen Tag noch. Und auch an Konrad, vielen Dank für die Unterstützung. Und auch für die, genau, ich kann für nur, die Kameraführung. Ich kann nur sagen, sie hat mich im positiven Sinne fertig gemacht. Ich bin richtig froh, weil viele Übungen habe ich einfach nicht gekannt. Ich war bei Ingrid Guss noch nie. Musste ich natürlich so ein bisschen schauen, was sie tut. Ja, es ist toll. Wirklich, ja, wir haben gestern noch ein Video zusammen gemacht, Konrad. Ich war auch noch nie in seinem Kurs. Deswegen wusste ich nicht, was kommt. Wir machen uns selber. Es war gut. Gut, dann bye bye. Genau. Wir haben es uns schon gut gemacht. Jetzt eher sehr dran. Und also in dem Motto, bleibt gesund. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Alles klar. Ciao. Und ciao.